Brauche ich Erde, jetzt kann ich hier weiter abbauen. Pilze. Ah, da ist das Schwein. So. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal wieder. Jetzt habe ich. So. 9 Fleisch habe ich wieder. Jetzt komme ich mal wieder zurück. Und helfe dir beim Bauen. Genug erkundet fürs Erste. Ich hoffe mal, ich laufe gerade richtig und habe mich jetzt nicht schon verlaufen. Schweinchen hier nehme ich noch mit. Das ist nur Arbeit hier, bis ich erstmal das Getreidefeld fertig habe. Wir brauchen mal Getreide, wir brauchen endlich mal Nahrung, ne? Ja. Keine Lust, wenn wir eine Geschichte rumrennen. Demnächst ein bisschen größer machen. Ja, guck dir mal, ich baue gerade einen, guck dir's an. Wie viel Zucker war der Farm, die ich baue, ist wahrscheinlich eher das Problem, weil sie wartet. Ja, bei Getreide ist das wirklich ein Problem. Bei Zuckerrohr, die Farm, die ich jetzt dann gleich noch irgendwo hinbauen werde. Können wir hier auch ein bisschen extra Feld machen. Die werde ich dann sowieso ein bisschen automatisieren. Nachdem ich ja so ein kleiner Redstone-Freak bin hier. Beide Farm automatisieren. Getreidefarm willst du auch, oder was? Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nur, wie wir es umsetzen sollen. Ich weiß auch, wie man eine Getreidefarm macht. Das Wasser drüber. Ja, ja, das kann ich auch machen. Wenn du willst, kann ich dir das gerne bauen. Das ist nur sagen, wie ich die Getreidefarm bauen soll. Die muss ja noch ein bisschen schräg sein, oder? Ja, ich glaube, 8 Steine lang pro Ding. Ich weiß nicht, wir können auch nur ein Ding bauen, dann muss sie nicht schräg sein. Dann darfst du es halt nicht so lange bauen. Ja, guck dir's an. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht müssen wir 2 automatisierte Maschinen bauen oder sowas. Hä? Oder wir machen sie einfach von hier. Was du auch machen kannst. Dass das Wasser von hier nach da fließt. Ja, genau das meinte ich ja. Du kannst es so machen, dass es einmal so quer drüber fließt. Dann könnte das. Ich probiere das jetzt einfach mal kurz aus. Wir haben unten nämlich noch einen Wassereimer. 8 ist bis hierhin. Ja, warte, ich probiere einfach aus. Wir schauen einfach mal, wie lange das fließt. Und es wird gerade Nacht. Wir sollten dann gleich mal schlafen gehen. Aber eigentlich können wir es selbst machen. Naja, aber. Nimmst einfach einen Wassereimer richtig schnell drüber. Ja, gut, du musst es halt dann immer wieder wegmachen. Aber ist halt schöner, wenn man nur einen Knopf drücken muss. Und das ist ja auch wieder mal. Einfach mal ein bisschen was zur Abwechslung. Man muss ja nicht immer nur bauen, so. Okay, das hier muss man schauen. So lang geht's, wie lang ist denn das? 8. Was, 8? Genau, 7 vom Ding weg. Ah, warte mal, du musst eh noch 2 Stück weg, weil. Ich hätte gerne einen doppelten Rand zum Laufen und unter den einen Rand kommt wieder Wasser. Also ab hier soll das Wasser erst anfangen. Ja, warte mal. Ab hier soll das erst anfangen. Achso, du willst hinter dem Wasser noch laufen können. Jetzt pass mal auf. Jetzt hast du Stein oder sowas oder Erde gerade dabei? Ja. Gib mir mal ein bisschen was, weil ich habe nichts mehr. Ich könnte das so machen. Okay, das ist nicht wirklich viel. Also, du willst hier laufen können, ne? Ja, so breit soll das sein, das reicht schon. Das eine laufen und das andere kommt wieder Wasser drunter. Hä? So wie ein bisschen Dings haben, man kann unter den Weg Wasser machen da. Achso, ja, nee, ja. Warte mal, wir brauchen ja auch irgendwas. Wenn du einen Weg machen willst hier, ne? Ein Weg und ein Weg und Wasser unten drunter. Ja, nee, das geht ja nicht, weil wenn du hier Wasser, wenn wir hier anfangen wollen mit Wasser, dann muss ich das auf jeden Fall so machen. Das Wasser greift ja genug Felder über. Ja, da kommt nämlich hier das Wasser rein, weißt du? So. Und du kannst dann theoretisch ab hier, ab dem Feld hier, kannst du mit der Farm anfangen. Also theoretisch, dass wir die Zäune irgendwie noch machen müssten oder so. Weil sonst kann ich das Wasser nicht irgendwie anders hinsetzen. Ich glaube, wir machen es nicht automatisiert, dann sieht es besser aus. Man kann es auch automatisiert gut bauen, man muss es halt nur. Ich weiß auch nicht, wieso du dann. Na gut, vorne rum vielleicht. Hintenrum muss ja gar kein Zaun sein, theoretisch.
Achtung, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Man kann es ja auch, Leid an die Schweine! Beischlag. So. Muss das eins höher sein, oder ist das Wasser? Natürlich muss das eins höher sein, sonst kann es ja nicht rüberschwemmen. Das muss ja, wenn ich jetzt hier aufmache, stimmt, ja, muss es ja da runterlaufen. Was man natürlich, du könntest das natürlich auch so machen, dass du, das Ganze so baust. Warte mal kurz, ich hole mal unten kurz ein bisschen Erde. Alles klar, ich mach schon mal weiter. Geh mal kurz rein, dann schlafen wir erstmal eine Runde. Sagt, ich wäre fast dafür, dass wir es unautomatisiert machen. Sieht besser aus. Denkst dann du? Haben wir halt ein bisschen Arbeit, aber wie gesagt, das gehört dazu. Ja gut, wenn du so eine große Farm machen willst, dann sollten wir schon... Ist nicht so riesig, das geht eigentlich. Naja, ich geh jetzt mal kurz runter und zeig dir, wie es machen wird. Ich kann ja mal eine kleine Version vom Bauen kurz. Damit du es dir anschauen kannst, wie ich mir das jetzt vorstellen würde. Ja, mal Erde. Ein Stack, zwei Stack. Bau du mal deine Farm jetzt einfach so. Und ich baue jetzt hier draußen mal kurz. Holen wir mal kurz das Wasser hier. Zack, ich baue jetzt einfach mal hier irgendwo. Genau, da rein gleich. Oh. Zack, zack. Auch mal. Gut. Guck mal, größer ist er nicht. Hä? Warte, da. Ja. Warte einfach mal kurz. Stein raus, Fleisch rein. Und kurz warten, bis das Stein fertig ist. Bis das Fleisch fertig ist. Hoppla. Stein. Isst du Stein? Was? Isst du ja, Stein? Natürlich esse ich Stein, immer. Lecker. Gut. Das funktioniert. Damit habe ich noch Wasser. Muss noch was essen, schnell. Ich will mir gerade um Schurke machen, Leute, gell? Tja. Dann. Ja, einfach nur von hinten Beef geben wollt. Haben wir fast geschafft, ey. Hätte ich schon geguckt, ey. Ich mach das Ganze jetzt einfach mal so breit. Passt schon. Menschen macht nicht so krass. Dann so. Freuen natürlich hier auch noch Erde. Habe ich keine Schippe mehr, na super. Da ist Schmerz gerade. Zack, 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 zack. Mal Wassereimer. Ich hab einen, warte, kannst du gleich haben. Ich bin soweit fertig mit meinem. Ach, aber das können wir eh noch nicht bauen. Außer du hast Slime Balls. Hast du Wasser? Den Slime gekillt vorhin? Nein. Dann muss ich danach einmal runtergehen und mir die Slime Balls holen. Sonst kann ich nämlich das nicht gar nicht so bauen, wie ich das gerne hätte. Dabei kann ich es mal anders machen. Unten drunter, die sind. Was? Oh, das sind Sticky Pisten wegzieht, ha? Genau. Nach unten, nach oben, wie machst du das? Nach unten, das, oder? Der Sticky Pisten zieht dann das hier einfach nach unten. So, pass auf. So, machen wir das einfach kurz so. Wenn ich das jetzt aufmache. Genau.
gar nicht, ob das so geht. Muss jetzt ausprobieren, ob das so geht. Au! Ups, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Hoppla, fail. So sollte man natürlich nicht bauen. Ja. Löcher graben. Hallo. Was? Was hast du denn gemacht? Sand unter Sand weggehauen und gehofft, dass der Sand nicht runterkommt. So. Dann. Funktioniert das? Nein, natürlich nicht. Vielleicht ja so. Nee, natürlich auch nicht. Ist der oben drauf? Ja. Ich kann die kompliziertesten Dinger mit Redstone bauen, aber die einfachsten nicht. Finde ich cool. Warum gibt so ist es. Nicht? Ja, jetzt läuft es natürlich direkt. Was soll ich irgendwo runterbauen? Schwachstein. Grenzstein. Ja, geht gerade nicht, keine Ahnung wieso nicht. Bin wohl gerade zu blöd dazu. Wer dafür, dass wir es dann anders machen. Ja, mach gerne eine mal normal und ich mach einfach so, weil wir irgendwie Sticky Pistons haben. Meine. Zuckerrohrfarm. Die ist dann eh schöner. Hast du was gegen meine Getreidefarm, hä? Ja. Hab ich. Strick dagegen. Helf lieber mal. Ja, ich muss jetzt erstmal meine Erde hier wieder ein bisschen wegreißen. Die sieht gerade ein bisschen teils aus. Aber ich hoffe, gleich, ist gleich vorbei hier. Das ist stinkige Arbeit. Ja, das ist jetzt gerade echt stinklangweilige Arbeit, aber naja. Es ist Minecraft. Was? Minecraft ist nicht langweilig. Ja, aber es kommt stinkige Arbeit in Minecraft vor. Geht nicht ohne. Hört dazu. Aber wenn man dann sieht, was man gebaut hat, freut man sich schon klar wieder. Genau. Kaktus. Brauche ich für Monsterfalle. Vielleicht. Könntest du mal Holz sammeln? Machst du mal hast dich gerade einmal außenrum? Ja. Dann. Ja, ich werde kurz Holz sammeln gehen. Von einer stinkigen Arbeit zur nächsten. Weißt du warum? Weil da der Weg drüber kommt und ich will den Weg einmal rundherum haben. So, na dann. Was aussieht. Weidefeld ist ja so groß genug, oder? Ich denk mal schon. Sag, das Ding muss auch gewartet werden. Wobei, warum soll ich eigentlich Holz abbauen? Wir haben doch noch was. Wo denn? Wir haben unten noch jede Menge Ding. Sicher? Craftetes, ja. Dann mach Half Steps draus. Also die halben. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Schummeln! So. Hast du Half-Steps? Ich bin noch nicht mal im Haus. Wie soll ich denn Half-Steps machen? Oh ja, so. Und da. Holz da. So. Langer, langer, lang. Dann craften wir das Ganze. Craften. Craften. Du Honja. Hä? Du Honja. Warum macht das eigentlich gerade schon wieder so kompliziert? So, wie viel brauchst du? Mal 64, mehr. Was? Mal 64. Eher mehr. Ich habe jetzt einmal 64 und einmal 32. Muss erstmal reichen. Was brauchst du so viele Halster? Wo willst du die überhaupt hinmachen? Aufs Wasser oder was? Außenrum, also am Rand. Nee. Hier. Ja. Den Zaun oder was? Und übers Wasser. Und übers Wasser? Ey, dass du da drüber laufen kannst übers Wasser und dich das halt nervt beim Abbauen. So wie es in hinten in dem Hof ist. Ich wollte es ein bisschen breiter haben, der Weg mal. Oder so sieht das mit breiter besser aus.